klar ist jetzt, dass die Klimaerwärmung stattfindet und dass wir dringend handeln müssen. Und dass es schlussendlich uns alle betrifft. Es betrifft die Städter, es betrifft die Bauern, das Land, die Schweiz, die ganze Welt. Die Folgen werden wir alle spüren und daher müssen wir einerseits schauen, dass wir die CO2-Ausstoß herunterbringen und andererseits eben auch Maßnahmen ergreifen, um die Erwärmung wettzumachen, mehr Schutzbauten, den Leuten helfen, die eben kleinere Ernten haben und. Wir werden viele Aufgaben vor uns haben und es ist eine Aufgabe, die eben nie aufhört, das wird weitergehen. Wichtig ist, dass wir unserer Bevölkerung klar machen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das uns immer begleiten wird. Ich glaube, man muss immer an kleinen Tatsachen zeigen, dass die Klimaerwärmung voranschreitet, dass wir alle gefordert sind, weniger CO2 auszustoßen, gescheiter zu leben, wenn ich so sagen darf, und eben auch mithelfen, die Maßnahmen zu ergreifen, weil es sonst uns alle betrifft. Wenn der Meeresspiegel ansteigt, sind wir alle betroffen. Wenn ganze Landstriche unbesiedelbar sind und nicht mehr fruchtbar sind, betrifft das auch die Schweiz. Der Bericht spricht auch von der Wichtigkeit von großen Koalitionen, zum Beispiel auch im Parlament, aber auch mit der Wirtschaft, Landwirtschaft etc. Wie können Sie das beeinflussen in Ihrer Rolle im Parlament? Ja, das ist eine große Arbeit. Ich stelle fest, dass in den Nachbarländern, auch in der EU, das Klima ein großes Thema ist. Wir haben zwar gute gesetzliche Grundlagen, wir haben das CO2-Gesetz, wir müssen dies aber jetzt revidieren. Und da ist es wichtig, dass man die Bedeutung dieses Themas allen Parteien klar macht. Das muss von links bis rechts klar sein, dass wir alle gefordert sind, weil es uns alle auch sonst betreffen wird. Direkte Ursache des Klimawandels ist ja der CO2-Ausstoß. Diesen will man minimieren. Ist das wirklich realistisch, die Ziele, die der Bericht vorschreibt, zu erreichen? Man muss sich ein ganz ehrgeiziges Ziel stecken und das muss man konsequent anstreben. Ob wir es dann wirklich vollständig erreichen, das ist unsicher. Aber das Ziel müssen wir vor Augen haben und es gibt so viele neue intelligente Technologien, intelligentes Verhalten, dass wir das eigentlich schaffen sollten.